Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr, Janine. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Corona-Pandemie hat verheerende Auswirkungen, gesundheitlich, sozial, wirtschaftlich. Wir erleben in diesen Tagen den tiefsten wirtschaftlichen Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Millionen Menschen fürchten um ihre Existenz. Allein in Hessen haben 52.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Und Kurzarbeit, das bedeutet für Menschen massive Einkommensverluste. Für viele Menschen, die auch vorher nicht viel Geld verdient haben, die von 60, die von 67% Kurzarbeitergeld leben müssen, und das über Monate. Und es bedeutet massive Einschränkungen. Es gibt viele Minijobberinnen und Minijobber, die ihre Arbeit verloren haben, gerade im Bereich der Gastronomie. Es gibt Kulturschaffende, die um ihre Existenz sorgen. Und natürlich denken wir auch an die bundesweit 8.000 Beschäftigten bei Galeria Kaufhof und Karstadt, die gerade um ihre Arbeitsplätze bangen. Und ihnen gilt unsere Solidarität, meine Damen und Herren. Und wir denken auch an die 22.000 Beschäftigten der Lufthansa und die 1.000 bei Condor, die um ihre Arbeitsplätze bangen. Und ich finde, an der Stelle wird einmal mehr sehr deutlich, es darf keine öffentlichen Mittel geben, ohne öffentliche Mitsprache und vor allem ohne eine Garantie für den Erhalt der Arbeitsplätze. Die Bundesregierung hatte es in der Hand, zu sagen, wir retten die Lufthansa und beim Land Hessen, wir retten Condor, aber dafür müssen die Arbeitsplätze erhalten werden. Diese Möglichkeit hatte man, aber man hat die Beschäftigten im Regen stehen lassen. Und vollkommen zu Recht fühlen sie sich im Stich gelassen, weil die Lufthansa mit Milliarden gerettet wird, aber ihre Arbeitsplätze offensichtlich zweitrangig sind, meine Damen und Herren. In dieser Krise zeigen sich doch Probleme, die über viele Jahre vorher schon bestanden haben und die doch nicht neu sind. Die wurden jahrelang ignoriert. Über die Frage Pflegenotstand. Wie lange diskutieren wir den? Wie lange schon haben die Pflegekräfte darauf aufmerksam gemacht, dass sie völlig unterbesetzt sind, dass sie überlastet sind, dass sie Personalmindeststandards brauchen und dass die Ökonomisierung des Gesundheitssystems ein riesiges Problem ist? Der marode Zustand an den Schulen, wo wir auf einmal feststellen, ups, gibt ja gar keine Waschbecken, kann man ja gar keine Hygienemaßnahmen umsetzen. Wie lange ist der bekannt, dass wir einen Mangel an Erzieherinnen und Erziehern haben? Hat nicht dazu geführt, dass die Arbeitsplätze besser wurden, die Arbeitsbedingungen, die Anerkennung. Und, meine Damen und Herren, ja, was ist denn mit den Schlachthöfen? Seit wie vielen Jahren macht die Gewerkschaft NGG darauf aufmerksam, welche dramatischen Bedingungen es gibt in den Schlachthöfen? Seit Jahren warnt die NGG davor, dass es Lohndumping gibt, dass es Verträge an Subunternehmen weitergegeben hat, dass es Werkverträge gibt. Hätte man das früher reguliert, dann hätte man so eine beschissene Situation in den Betrieben nicht gehabt. Dann hätte man soziale und auch gesundheitliche Sicherheit für viele Beschäftigte in den Schlachthöfen. Frau Kollegin Wissler, den Begriff beschissene lasse ich gelten, weil es um Schlachthöfe geht. Aber ansonsten sollten wir doch ein bisschen das vernünftig machen. Ne? Gut. Ich hatte kurz überlegt, vom Schweinesystem zu sprechen, Herr Präsident, aber ich mache das dann lieber nicht. Aber die Situation in den Schlachthöfen, und da muss doch jetzt endlich etwas passieren. Das muss doch reguliert werden und die Beschäftigten geschützt werden. Gerade diese Ausbrüche zeigen doch, wie dramatisch die Bedingungen sind, meine Damen und Herren. Und in dieser Krise sind die sozialen Unterschiede doch noch deutlicher geworden. Natürlich ist ein Unterschied, ob man zu Hause bleibt, ob das ein Einfamilienhaus mit Garten ist oder ob das eine beengte Stadtwohnung ist. Natürlich hat es sich bei den Einkommenseinbußen gezeigt. Natürlich hat es sich bei ganz vielen Fragen gezeigt. Und deswegen will ich auch noch einmal erinnern an die Menschen, die überall beklatscht wurden und die gelobt wurden und die, so ist mein Eindruck, langsam wieder ziemlich in Vergessenheit geraten, nämlich die Pflegekräfte.
in den alten Pflegeeinrichtungen, aber auch in den Krankenhäusern, das medizinische Personal, die Beschäftigten, Lebensmitteleinzelhandel, die Paketboten, die Lkw- und Busfahrer, die Beschäftigten in den Gesundheitsämtern und die Eltern, die über Wochen hinweg den Ausfall von Kinderbetreuung und Schulen kompensiert haben. Die alle haben Applaus bekommen. Die alle haben Lob bekommen. Bei den allen gilt aber, Applaus bezahlt keine Rechnung und bezahlt keine Miete. Und es ist dringend notwendig, dass gerade in diesen Bereichen, die oftmals als niedrig qualifiziert abgetan wurden, die viel zu wenig Geld verdient haben, dass die endlich aufgewertet werden, meine Damen und Herren. Aber das Gegenteil ist doch gerade der Fall. Dass Verdi erst mit Klage drohen muss, damit die Sonntagsöffnung wieder zurückgenommen wird, ist das Dankbarkeit gegenüber den Beschäftigten? Oder dass aus lauter Dankbarkeit über die Arbeit im Einzelhandel in der CDU darüber fabuliert wird, man könnte doch den Mindestlohn senken, in dem Wissen, dass es die Beschäftigten trifft, denen sowieso schon nicht gut geht. Deswegen lassen Sie uns diese Menschen nicht vergessen, und auch diese Menschen nicht vergessen, auch wenn sie nicht mehr täglich gelobt und beklatscht werden. Davon haben sie eh relativ wenig, sondern wir brauchen gute Arbeit. Und deshalb ist es ja grundsätzlich richtig, dass jetzt investiert wird. Natürlich muss jetzt investiert werden. Und gerettet werden darf doch nicht einfach nur, wer die größte Lobby hat, am lautesten schreit und mit Arbeitsplatzabbau droht, sondern das ist doch das Entscheidende, dass die Menschen gerettet werden, die gerade in eine soziale Schieflage geraten. Und mit dem Konjunkturpaket der Großen Koalition wird zwar viel Geld in die Hand genommen, aber es gehen jede Menge Leute leer aus. Und es ist unklar, ob die Mehrwertsteuersenkung weitergegeben wird. Es gibt keinen Aufschlag für Hartz-IV-Betroffene und Rentner in Grundsicherung. Es gibt keinen dauerhaften Bonus für die Pflegekräfte. Und es gibt kein nachhaltiges Investitionsprogramm. Und jetzt will das Land das Sondervermögen von 12 Milliarden Euro auflegen. Und ich will die Summe noch einmal nennen. 12 Milliarden. Als wir LINKE in den letzten Jahren in der Haushaltsberatung die bescheidene Summe von 1,5 Milliarden Euro mehr ausgeben wollten. Ja, ist trotzdem eine relativ bescheidene Summe angesichts dessen, was Sie da jetzt ausgeben wollen. Da wurden wir für verrückt erklärt, und jetzt wollen Sie 12 Milliarden ausgeben, die Sie nicht mal in den Haushalt schreiben. Und 12 Milliarden steckt die Landesregierung in Form von Kreditermächtigung in ein Sondervermögen. Und davon sollen nicht nur in diesem Jahr Maßnahmen finanziert werden. Nein, sie wollen sich bis Ende der Legislaturperiode im Jahr 2023 aus diesem Sondervermögen bedienen. Und ja, jetzt stimmen wir zu. Wir sind auch nicht der Meinung, dass man derzeit im laufenden Haushalt kürzen kann. Ja, wo denn? Natürlich müssen wir Kredite aufnehmen, und natürlich brauchen wir jetzt große Investitionsprogramme, Soforthilfen. Natürlich brauchen wir das. Aber es ist schon eine gewisse Komik, dass die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen, die Verfechterinnen der schwarzen Null, der Schuldentilgung und der Schuldenbremse, jetzt ihre eigene Regelung umgehen möchte. Die haben Sie doch selber geschaffen. Sie haben diese unsägliche Schuldenbremse in die Verfassung geschrieben und dann noch ein sehr schlechtes Ausführungsgesetz gemacht, wo Sie gesagt haben, es muss eine Zweidrittelmehrheit geben, die der Aussetzung der Schuldenbremse zustimmt. Und dann tilgen wir das Ganze auch noch innerhalb von 7 Jahren, was finanzpolitisch jetzt nicht gerade Kompetenz atmet. Das haben Sie ins Ausführungsgesetz reingeschrieben. Und jetzt, bei der ersten Krise, zugegeben schweren Krise, merken Sie, dass diese ganze Schuldenbremse-Architektur überhaupt nicht funktioniert. Und deshalb ist doch das Eingeständnis, wäre doch das Eingeständnis nur konsequent, dass die Schuldenbremse gescheitert ist, weil sie dem öffentlichen Haushalten Fesseln anlegt und weil sie es nicht ermöglicht, dass man in der Krise reagiert und Investitionsprogramme auflegt. Und dass Sie jetzt sagen, wir wollen die Schuldenbremse abschwächen, die Zweidrittelmehrheit soll in eine einfache Mehrheit gesenkt werden, die 7 Jahre Tilgungsfrist sollen daraus, das ist, die Schuldenbremse abzuschaffen, ist nicht falsch. Also, das können wir begrüßen. Die Schuldenbremse zumindest zu erleichtern, dass man die Schuldenbremse aussetzt. Aber noch einmal, konsequent wäre, sie komplett abzuschaffen. Und ich finde, in dieser Krise zeigt sich halt immer, dass es total blöd ist, wenn die Ideologie mit der Realität kollidiert. Weil wenn die Ideologie heißt schwarze Null und die sogenannte Generationengerechtigkeit, ich meine, das ist ja
also, dass die für die nachkommenden Generationen das besonders gerecht ist, wenn wir ihnen eine marode Infrastruktur vererben. Das Argument hat mich noch nie überzeugt. Aber dass Sie jetzt merken, in der ersten Krise ist dieses ganze Gerede von schwarzer Null ist völlig perdu, und man kann diese selber eingeführte Regelung überhaupt nicht mehr einhalten. Und deshalb, sie ist mit der Realität nicht vereinbar, die Schuldenbremse. Sie verschwert entschlossenes Handeln in der Krise. Und deshalb sollten wir uns dieser Schuldenbremse auch entledigen, am besten auf Bundes- und auf Landesebene. Nun, jetzt wollen Sie sich durch Ihr Vorgehen weitgehend freie Hand verschaffen. Das hatten wir ja beim ersten Nachtragshaushalt auch. Damals haben wir auch angemahnt, dass die Spielräume nicht als Blankoscheck verstanden werden dürfen. Und auch darum geht es natürlich jetzt und heute. Grundsätzlich noch einmal, bleibt es richtig, dass der Staat und auch das Land Hessen große Summen in die Hand nimmt, um die mittelbaren und unmittelbaren Folgen der Pandemie zu bekämpfen. In Zeiten, in denen Steuereinnahmen dramatisch einbrechen, muss dieses Geld, woher auch sonst, natürlich auch aus Krediten kommen. Und ganz ehrlich bin ich auch der Meinung, dass Sie sich vielleicht auch nicht ganz so dafür feiern müssen, weil es muss man ja schon mal ab und zu daran erinnern, dass die 12 Milliarden ja jetzt nicht aus der Schatulle von CDU und Grünen kommen, sondern dass es das Geld von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, öffentliche Gelder ist, über die es hier bestimmt wird. Und deshalb finde ich, ein bisschen weniger sich selber dafür zu feiern und so zu tun, als sei das Ihr eigenes Geld, das täte der Debatte auch ganz gut. Wir haben einen umfangreichen Änderungsantrag zum Sondervermögen formuliert. Wir wollen mehr Geld für Bildung, Investitionen in die Kommunen, einen gut ausgebauten und bezahlbaren ÖPNV im ganzen Land, bezahlbare Wohnungen, Gesundheitsversorgung in öffentlicher Hand und gut ausgestattete Schulen. Und mit unserem Änderungsantrag zeigen wir ja auch einen Weg auf, wie man das Sondervermögen einer ordentlichen demokratischen Kontrolle durch den Landtag zugänglich machen könnte. Wir wollen nicht nur, dass der Haushaltsausschuss über die Verwendung von Mitteln ab einer Höhe von 1 Million entscheiden muss, sondern auch, dass die Möglichkeit besteht, in jedem einzelnen Fall der Entnahme von Mitteln aus dem Sondervermögen, dass das im Plenum behandelt werden kann. Hier im Plenum. Und das ist ein Verfahren, das gibt es sowieso schon, und das, finde ich, ist mehr als notwendig. Die Pläne der Landesregierung werden den Anforderungen weder quantitativ noch qualitativ gerecht. Die Summen reichen nicht aus. Die sozialökologische Erneuerung, die versprochen wurde, lässt sich so nicht umsetzen. Und die ganze Debatte, die wir führen, und das Gesetz zeigt ja auch, dass es ein Eingeständnis ist, dass der kommunale Finanzausgleich in der Krise nicht funktioniert, um den Kommunen eine ausreichende Finanzierung sicherzustellen. Die 2,5 Milliarden €, die im Sondervermögen eingestellt sind, werden ja nicht einmal ausreichen, um die Verluste der Kommunen bei den Steuereinnahmen auszugleichen. Die überlaufen sich laut Steuerschätzung ja bis 2023 allein auf 3,5 Millionen €. Und von den pandemiebedingten Mehrausgaben in den Kommunen ist dabei noch gar keine Rede. Das heißt, das ist definitiv zu wenig. Und die letzte Frage, und das ist natürlich die entscheidende Frage, ist, meine Damen und Herren, wer zahlt eigentlich am Ende für diese Krise? Und diese Krise darf nicht dazu führen, dass sich die Einkommensverhältnisse und die Vermögensverhältnisse in diesem Land noch stärker in die Richtung entwickeln, dass die einen immer mehr und die anderen immer weniger haben. Und deshalb haben wir den Vorschlag gemacht, dazu haben wir einen Antrag eingebracht, dass wir nach Artikel 106 des Grundgesetzes eine einmalige Vermögensabgabe erheben, um die Kosten der Corona-Krise und die Finanzierung des notwendigen Neustarts zu sichern. Diese Vermögensabgabe ist ja aus dem Vorbild der 50er Jahre des Lastenausgleichs, was ja mal eine CDU-Idee war. Ich finde, wenn wir heute davon reden, dass es die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ist, dann müssen wir auch über solche Maßnahmen sprechen. Und auch das wird nicht ausreichen, sondern natürlich müssen wir über die Besteuerung von Vermögen sprechen. Und wir brauchen eine andere Steuerpolitik, weil wer das nicht will, der muss mal die Frage beantworten, wer das eigentlich bezahlen soll. Dann muss man die Frage beantworten, weil ich meine, dauerhaft Kreditfinanzierung war bisher nicht die Antwort. Und dann ist die Frage, wer soll es bezahlen? Und wenn es nicht die Leute bezahlen, die sehr viel Geld, die sehr viel Vermögen haben,
dann ist der Umkehrschluss, dass es die bezahlen, die deutlich weniger Vermögen haben. Und da muss man das eben auch so sagen. Und deswegen, diese Krise muss auch dafür genutzt werden, endlich Steuergerechtigkeit herzustellen. Und das darf nicht abgewälzt werden auf die Menschen, die doch sowieso nur einen verschwindend geringen Teil des Vermögens in diesem Land haben, meine Damen und Herren. Und deshalb, ich komme zum Schluss. Wir werden uns in diesen Debatten von einem leiten lassen, und zwar von der Frage, welche Auswirkungen haben die Beschlüsse, die in diesem Haus getroffen werden, auf die Lebenssituation der Menschen in diesem Land. Es ist richtig, dass Kulturschaffende Hilfe brauchen und die Jugendherbergen, die Pflegekräfte, die Frauenhäuser. Es ist sinnvoll, dass Hessen-Forst mehr Geld bekommt. Wir werden uns all diese Maßnahmen anschauen. Wir haben Änderungsanträge gemacht. Wir waren ja an dem Verfahren nicht beteiligt. Das war unter Ihrem Vorgänger in der Tat anders gewesen. Wir wurden nicht informiert auch über die Frage, sondern vom Sondervermögen. Das haben wir ja aus der Presse erfahren. Wir werden uns trotzdem das genau anschauen, weil wir wissen, wie wir hier im Landtag abstimmen, muss immer sich daran messen lassen, ob es eine Verbesserung für Menschen im Land bedeutet. Wir werden Änderungsvorschläge machen, weil eines ist ganz sicher, auch wenn da einige richtige Sachen drinstehen, es ist nicht der große Wurf, um diese Gesellschaft nach der Krise sozialer, gerechter und ökologischer zu machen. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion erteile ich nun Herrn Reul das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich, weil das manchmal noch einmal in Vergessenheit gerät, erst einmal noch einmal grundsätzlich in Erinnerung rufen, in welcher Situation wir uns befinden. Wir befinden uns in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das Land erleidet dieses Jahr 3 Milliarden Steuerausfälle, in den nächsten Jahren bis 2023 weitere 3,4 Milliarden Steuerausfälle. Den Kommunen entgehen Steuereinnahmen, in den meisten Stellen Gewerbesteuer, aber auch später Einkommensteueranteile, insgesamt von 3,4 Milliarden €. Ich glaube, wenn man eine sachliche Diskussion führen möchte und mit besonnenem Handeln agieren möchte, dann muss man klare Signale setzen auf diese Zahlen. Und diese Zahlen sind so atemberaubend. Und unsere Antwort vonseiten der Koalition ist, dass wir ein Sondervermögen brauchen. Wir brauchen mehrjährige Sicherheit. Denn wir wollen mit dem Sondervermögen, und das, Herr Kollege Rock, ich komme nachher noch einmal auf Sie etwas detaillierter, aber nur einmal eine Bemerkung vorneweg. Wenn Sie weiterhin behaupten, dass die Koalition die Schuldenbremse abschaffen möchte, dann sollten Sie, wenn Sie noch ernst genommen werden wollen, an dieser Stelle etwas darüber nachdenken, ob Sie mal genauer formulieren. Die Schuldenbremse abzuschaffen will niemand. 70% der Bürgerinnen und Bürger haben diese in unsere Verfassung geschrieben. Wir stehen zu unserer Verfassung, wir stehen zur Schuldenbremse. Aber wir haben die größte Krise unseres Landes, und deshalb müssen wir an dieser Stelle auch aktionsfähig sein. Und Sie verweigern die Zustimmung zur größten Krise dieses Landes. Wo leben Sie eigentlich? Wir müssen handlungsfähig sein im Sinne der Kommunen. Wir wollen eine mehrjährige Sicherheit geben und Signale für die Menschen. Wir wollen, und das muss man klar und deutlich sagen, wir können uns nicht alle 3 Monate in Verhandlungen zusammensetzen, wenn wir Sicherheit für die Menschen und für die Zukunft geben wollen. Deshalb macht es keinen Sinn, von Nachtragshaushalt zu Nachtragshaushalt zu agieren. Wir brauchen eine große Lösung. Wir brauchen das Sondervermögen. Nur dies gibt uns die Sicherheit für die Zukunft. Herr Lambrou, Ihre Kommentare werden auch nicht intelligenter dadurch, dass Sie sie wiederholen. Wir wollen die Kofinanzierung des Bundesprogramms. Wir wollen die digitale Transformation in der
Pandemie vorantreiben. Wir brauchen Impulse für die Wirtschaft und für die Kommunen. Wir können nicht nur auf Sicht fahren mit Nachtragshaushalten. Wir brauchen klare Signale, und wir sind dazu bereit als Koalition. Deshalb ist es auch notwendig, dass, wie wir gestern das eingebracht haben, dass wir das Artikelgesetz 141 ändern, damit wir auch weiterhin handlungsfähig sind. Und ich sage das gestern nur im Wortbeitrag. Die Koalition wird sicherstellen, dass die Regierung handlungsfähig ist und dass wir den Bürgerinnen und Bürgern in Hessen helfen können und dass wir den Menschen helfen. Denn das ist unsere Aufgabe, und der fühlen wir uns verpflichtet. Und wir wollen dies so schnell wie möglich in Gang setzen und uns nicht blockieren lassen. Denn wenn man das wie Sie die Einzigartigkeit der Situation leugnet oder nur feststellen will, wenn man damit politische Forderungen erfüllt bekommt, dann missbraucht man die größte Krise der Nachkriegsgeschichte zu parteipolitischen Zwecken und wird den Ängsten und Nöten der Bürgerinnen und Bürger in der größten Krise nicht gerecht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dies ist der Kernsatz, über den wir uns gemeinsam austauschen müssen. Das Sondervermögen ist transparent, klar und planbar. Das Sondervermögen bedeutet eine Kreditermächtigung von 12 Milliarden €, die aber auch nach unten atmet. Das wissen Sie, die kalkulierten Steuerausfälle, wenn diese niedriger ausfallen, dann wird die Kreditermächtigung nicht im vollen Umfang ausgenutzt, sondern dann werden wir weniger in Anspruch nehmen. Dies ist fair, dies ist klar, dies ist planbar, dies ist transparent, und darauf legen wir gemeinsam ganz großen Wert. Zusätzlich bedeutet das Sondervermögen ein starkes Signal für die Kommunen, die Wirtschaft, den Gesundheitsschutz, für die Nachhaltigkeit und Klimaschutz und für die weitere digitale Entwicklung. Dies sind die entscheidenden Komponenten für unser Land, wo wir arbeiten müssen, indem wir auch die Generationengerechtigkeit nicht aus dem Blick lassen. Wir müssen die momentane Situation lösen, aber wir müssen auch einen Ausblick auf die Zukunft geben und eine Perspektive für die Menschen in unserem Land. Und deshalb dürfen wir diese Chance jetzt nicht vorbeiziehen lassen. Wir müssen schnell handeln, wir müssen klar handeln, und wir müssen auch mit den Signalen nach außen gehen, damit die Menschen, die Unternehmen und die Kommunen wissen, was in der Zukunft passieren soll. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es macht mich schon sehr betroffen, wenn ich den Redebeitrag von Kollegen Rock hier eben gerade gehört habe. Ich glaube nicht, dass Sie das so gemeint haben, Herr Rock, was Sie hier gesagt haben. Sie haben hier behauptet, die Koalition würde die Verfassung aushebeln. Sind Sie sich dessen bewusst, was diese Aussage bedeutet? Sie unterstellen einen klaren Bruch der Verfassung absichtlich durch die Koalition. Gehen Sie einmal in sich, überlegen Sie einmal, was Sie hier geäußert haben. Manche Worte lassen sich nicht mehr zurückholen. Und deshalb denken Sie einmal darüber nach, was Sie geäußert haben. Und wenn Sie in der Zeitung zitiert werden, ich zitiere aus der Frankfurter Rundschau, FDP-Fraktionsvorsitzender René Rock erinnerte daran, dass vor knapp 10 Jahren 70% aller Hessen für die Schuldenbremse gestimmt hätten. Richtig? Aus machttaktischen Gründen wolle die Koalition ändern, was die Bürger seinerzeit beschlossen haben. Dies ist schlicht die Unwahrheit. Niemand will die Schuldenbremse aus der Verfassung streichen. Korrigieren Sie diese Aussage, oder Sie sind nicht mehr ernst zu nehmen an dieser Stelle. Und wenn Sie hier von diesem Rednerpult, da können Sie gerne zum Himmel schauen, der Herrgott wird Ihnen an dieser Stelle nicht helfen, wenn Sie hier an dieser Stelle von diesem Podium erklären, wir würden mit der Zukunft dieses Landes zocken, dann ist dies ein unglaublicher Vorwurf an dieser Stelle. Und ich kann nur hinzufügen, die Fraktionen werden normalerweise von Personen mit Sachkenntnis geleitet, die FDP von René Rock. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Fraktionsvorsitzende der SPD, Nancy Faeser, sprach heute Morgen von Charakterlosigkeit. Ich buche einmal diese Aussage der Emotion ab, und wir nehmen das mal jetzt nicht an der Stelle etwas übel. Aber wie gesagt, auch dort sollte man bei der Wahl der Worte etwas genauer hinschauen. Die SPD bestätigt ja, dass wir uns in der größten Krise unseres Landes befinden. Interessant ist,
dass dies vor 3 Monaten einmütig hier im Plenum getan wurde. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sind mir bisher die Antwort schuldig geblieben. Haben wir denn heute keine Krise mehr? Haben wir keine Pandemie mehr? Gibt es keinen Grund mehr zu erklären, dass wir in der größten Krise der Nachkriegsgeschichte sind? Und wenn Sie dies verneinen, dann muss man schon sehr, sehr nachdenklich sein, ob Sie dies aus politischen Gründen tun. Herr Reul, lassen Sie eine Zwischenfrage des Fraktionsvorsitzenden Rock zu? Nein? Dort kommt im Moment nichts Neues. An dieser Stelle, liebe Frau Kollegin Faeser, ich glaube, wenn wir ernsthaft miteinander diskutieren, dann muss man abschichten. Der Tatbestand der größten Krise, wofür eine bisherige Zweidrittelmehrheit notwendig ist, diesen zu erklären, glaube ich, sollten wir nicht strittig diskutieren. Wir sind uns einvernehmlich, davon gehe ich eigentlich aus, einig, dass die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg in diesem Lande. Ja, und wenn Sie dies bestätigen, dann können wir dies doch gemeinsam beschließen. Und dann unterhalten wir uns danach, was wir machen. Aber, Moment. Sie machen einen unzulässigen Zusammenhang. Sie verknüpfen Ihre Zustimmung zur Erklärung der größten Krise, dass wir nur einen Nachtragshaushalt machen und kein Sondervermögen. Und dies ist unzulässig, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wichtig ist auch an dieser Stelle, dass wir mal gemeinsam feststellen, das Grundgesetz sieht nur eine normale Abstimmungsmehrheit vor. Wir handeln nicht gegen irgendetwas, nur weil wir im Moment, um eine Blockade aufzulösen hier in diesem Hessischen Landtag, dass wir den Artikel 141 ändern müssen, damit die Regierung an dieser Stelle für die Menschen im Lande handlungsfähig ist. Sie können noch so laut schreien, sie werden an dieser Stelle nicht durchdringen. Der Bundestag hat das auch mit einfacher Mehrheit entschieden. Und was hat denn der Deutsche Bundestag gemacht? Der Deutsche Bundestag hat eine Kreditaufnahme beschlossen und hat danach dann das Geld in Fonds gepackt. Wo ist denn da der Unterschied, außer dass im Bundestag keine Zweidrittelmehrheit dafür notwendig ist, meine sehr geehrten Damen und Herren? Und mir ist einfach im Moment immer noch nicht klar, warum Sie sich verweigern, zu erklären, dass wir in der größten Krise der Nachkriegsgeschichte sind. Diese Erklärung sind Sie schuldig geblieben. Über den weiteren Weg danach kann man sich streiten. Aber der weitere Weg ist auch dann irgendwo der Handlungsauftrag der Mehrheit dieses Parlaments. Und die Regierung hat uns vorgeschlagen, ein Sondervermögen so zu machen mit einer Kreditermächtigung von 12 Milliarden Euro. Wir, die Koalition von CDU und Bündnis 90 Grünen, halten dies für den richtigen Weg. Und wir wollen diesen Weg gehen im Sinne der Menschen für Hessen. Wir wollen helfen. Und wir wollen so schnell wie möglich helfen. Und wir wollen direkt helfen. Und dies ist, glaube ich, ein wirklich wichtiger Punkt. Und wenn Sie darauf eingehen, auf die Verhandlungen, dann lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal kurz erwähnen. Kollege Weiß hat hier am Rednerpult gesagt, er will über die kommunale Seite sprechen im Herbst, wenn die neue Steuerschätzung vorliegt. Die neue Steuerschätzung kommt am 8. und 10. September, und es kommt noch eine im November. Heißt es dann im September, wir wollen erst die Steuerschätzung im November abwarten und dann dort darüber reden? Meine sehr geehrten Damen und Herren, bleiben Sie doch glaubwürdig. Sie wollten dies jetzt nicht machen. Wir haben Ihnen in der Verhandlung angeboten, dieses Paket herauszunehmen. Wir haben es angeboten, weil wir mit großem Schritt auf Sie zugegangen sind. Wir haben es Ihnen angeboten, das Kommunalpaket von 2,5 Milliarden € herauszunehmen, plus die Bundesfinanzierung, plus 200 Millionen € Aufstockung nassauische Heimstätte. Wir haben Ihnen dies angeboten, fast 3 Milliarden Euro, haben mit Ihnen darüber verhandelt, an dieser Stelle ein Sondervermögen von 9 Milliarden € jetzt vor der Sommerpause und über die 3 Milliarden € dann im September zu verhandeln. Dies war unser Kompromissangebot plus dem Angebot, dass wir zukünftig im Haushaltsausschuss darüber entscheiden, über Ausgaben ab 1 Million, nur eine Deckungsfähigkeit von 10%. Und liebe Kollegin Frau Wissler, an dieser Stelle darf ich das erwähnen, wenn Sie gesagt haben, Sie wollen es gerne im Parlament diskutieren, ein Blick in die Geschäftsordnung erleichtert das Finden der Lösung. Sie können es heute schon. Wenn Sie Dinge im Haushaltsausschuss haben, die Sie im Parlament diskutieren wollen, können Sie dies ins Parlament ziehen. Das können Sie auch zukünftig. Von daher ist Ihrer Forderung schon Genüge getan. Und wir freuen uns dann auch, wenn Sie vielleicht an dieser Stelle
zustimmen wollen. Sie haben ja gewisse Andeutungen an dieser Stelle auch gemacht. Aber ganz ehrlich, wenn Sie sich vorstellen, wir würden einen Nachtragshaushalt entscheiden, dann haben wir den Nachtragshaushalt einmal entschieden, und das ist fertig. Das Sondervermögen gibt uns als Parlament immer noch die Beteiligungsmöglichkeit, die Beteiligungsrechte. Und da frage ich mich, was ist denn besser, die weitere Beteiligung des Parlaments an den einzelnen Maßnahmen oder einmal die Hand zu heben und danach nichts mehr tun zu können? Wir wollen beteiligt sein, und wir wollen an einer mehrjährigen Lösung damit wirken und beteiligt sein. Dies ist das Petitum der Koalition, und dies ist unser Vorschlag, den wir unterbreitet haben. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es war ja hochinteressant, wenn man in der Anhörung zugehört hat. Mich wunderte das, weil es ja normalerweise immer so ein Teil der Opposition ist in der Anhörung, dass man dann viel aus der Anhörung zitiert, die angeblich etwas gegen die Regierungsentwürfe vorgelegt oder vorgetragen haben. Den Rechnungshof, ja. Aber das haben wir ja in der Anhörung diskutiert und die Meinungen ausgetauscht. Und ich glaube, es ist sehr beachtlich. Wir hatten dort die Spitzenverbände und die einzelnen Äußerungen. Und Landrat Schuster hat als Vizepräsident des Landkreistages gesagt, für ihn und für den Landkreis und für die Landkreise in Hessen ist es wichtig, eine mehrjährige Planbarkeit zu haben. Er sagte zwar süffisant, weil er natürlich auch SPD-Landrat ist, sagt er, er will sich nicht einmischen in die Entscheidung Sondervermögen oder einen Nachtragshaushalt. Aber er hat gesagt, er ist für eine mehrjährige Planbarkeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was heißt das denn? Natürlich will er auch, dass wir im Sinne der Kommunen für die Landkreise ein Sondervermögen haben, damit wir mehrjährig auch die Kommunen und die Kreise unterstützen können, damit wir Hilfsmaßnahmen geben können. Sie haben einen Nachtragshaushalt vorgelegt mit 900 Millionen Unterstützung für die Kommunen. Wir wollen 2,5 Milliarden. Wir sind Partner der Kommunen. Sie wollen nur einjährige Unterstützung. Wir wollen eine mehrjährige Unterstützung unserer Kommunen und wollen darüber gemeinsam reden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, weiterhin verwunderlich ist ja, dass von Seiten der Opposition, SPD und FDP, in dem Vorschlag für den Nachtragshaushalt keine Position ist für zukünftige digitale Projekte und Maßnahmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Land auf, Land ab, in allen Ländern und im Bundestag. Überall ist in den Paketen zur ankurbelnden Konjunktur etwas für Digitales mit dabei. Natürlich, weil wir gelernt haben in der Pandemie, wie die Situation ist, dass wir im Bereich des Digitalen noch mehr machen müssen, dass wir uns dort auf den Weg machen. Wir machen in Hessen viel, aber wir wollen mehr machen noch und wollen unser Land weiterhin im Bereich des Digitalen gut aufstellen. Dies machen die anderen Länder auch. Sie haben im Nachtragshaushalt dafür keinen einzigen Euro vorgesehen. Sie haben des Weiteren auch keinen einzigen Euro vorgesehen für den Bereich Klimaschutz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich erinnere Sie daran, welche Diskussion wir vor der Pandemie geführt haben. Da war das Thema Klimaschutz ganz hoch auf der Agenda. Bei Ihnen scheint es im Moment komplett verschwunden zu sein. Aber auch dies gehört dazu, wenn man Verantwortung haben möchte und wenn man nachhaltig für die Kommunen und für die Menschen in unserem Land arbeitet, dass man das Thema Klimaschutz nicht aus dem Blick lässt, dass man das auch das weiterhin bearbeitet und weiterhin dort auch finanzielle Fördermaßnahmen steuert. Dies ist wichtig. Neben Digitales und Klimaschutz ist für die Nachhaltigkeit zukünftiger Entwicklung in Hessen ein ganz entscheidender Punkt, und den sehen wir im Sondervermögen vor. Und ein weiterer Punkt ist, und das ist sehr kritisch, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen das Thema der Steuerausfälle nur in einem Nachtrag und nicht in der Mehrjährigkeit. Ich habe zu Beginn meiner Rede ausgeführt, welche Steuerausfälle uns drohen. Hoffen wir, dass es nicht mehr werden. Aber auch dort brauchen wir doch eine sichere Planbarkeit. Herr Reul, kommen Sie bitte zum Ende. Die zwischen den Fraktionen vereinbarte Redezeit ist abgelaufen. Minuten, Frau Präsidentin, aber ich richte mich gerne danach. Ja, ich schaue ja während meiner Rede auf die Uhr, aber das ist kein Problem. Dann komme ich zum Schluss und
vervollständige diesen Gedanken noch. Sie sehen nichts vor für Steuerausfälle. Sie haben keine Sicherungsmaßnahmen für den RMV mehrjährig. Sie wollen einjährig etwas machen. Sie haben nichts an kommunalen Konjunkturimpulsen. Und Sie machen sich keine Gedanken über die Generationengerechtigkeit. Keine Planungssicherheit liegt vor. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe noch 2,5 Minuten, aber die hebe ich mir für eine zukünftige Debatte auf. Ganz herzlichen Dank. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Finanzminister Boddenberg das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich versuche jetzt einmal einen Spagat, in dem ich einerseits versuche zu verhindern, dass wir allzu viele Wiederholungen haben, auch mit Blick auf die Debatte gestern Abend, auf der anderen Seite aber auch so kompakt vorzutragen, dass diejenigen und derjenige, der uns zuhört, damit etwas anfangen kann, was hier jeweils von den Rednern vorgetragen wird. Ich will vielleicht einmal, Frau Kollegin Faeser, mit dem beginnen, mit dem Sie begonnen haben, nämlich einigen grundsätzlichen Fragen. Ja, und Sie haben Schmidt, den Altkanzler Schmidt, zitiert und die Charakterfrage gestellt. Wir haben uns, als wir uns gestern getroffen haben, gestern Mittag, ich dachte eigentlich wechselseitig zumindest die persönliche Wertschätzung nicht abgesprochen. Ich habe jetzt überlegt, ob das, was Sie hier vorgetragen haben, nämlich dass Sie die Charakterfrage gestellt haben, persönlich gemeint haben oder es nur dem allgemeinen Klamauk gedient hat oder dienen sollte. Ich führe es einmal auf Letzteres zurück und bleibe dann dabei, dass jedenfalls meine Wertschätzung Ihnen als Person und gegenüber auch Ihren Positionen gegenüber in den letzten Tagen und Wochen nicht gelitten hat. Kolleginnen und Kollegen, und Frau Faeser, Sie haben auch davon gesprochen, es gäbe Alternativen. Ich habe niemanden gehört, ich eingeschlossen und erst recht nicht gestern Abend, der nicht betont hat, ja, dass es Alternativen gibt. Und ich habe Herrn Warnke gestern Abend sehr deutlich gesagt, dass es zwei unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, wie wir jetzt mit Kraft und mit Werbe dieser Krise begegnen. Da haben Sie einen anderen Vorschlag und Vorstellungen als wir. Und ich glaube, das steht streitig im Raum, und das darf man auch sagen. Und ich darf auch sagen, dass es Argumente dafür gibt, dass die SPD sagt, wir würden jetzt noch sehr viel mehr Geld, als die Koalition vorgetragen hat, ins Jahr 2020 investieren, während wir denken und sagen, es ist sehr viel klüger, den Zeitraum so zu fassen, wie er sich als Krise mit den Folgen der Krise darstellt. Das müssen wir hier alles nicht wiederholen. Aber liebe Frau Kollegin Nancy Faeser, dass Sie uns unterstellen, dass wir versucht haben oder den Blick auf die SPD hatten, indem wir sagen, sie sei käuflich, das gebe ich zu, geht mir dann schon ein bisschen mehr an die Nieren, weil das, glaube ich, darf ich aus den verschiedenen Gesprächen, die wir geführt haben, verraten. Wir haben mit Ihnen und der FDP über unsere Vorstellungen gesprochen, und zwar unsere inhaltlichen Vorstellungen. Und wir haben Sie gebeten, zu sagen, ob Sie andere weitergehende Vorschläge haben und welche Vorstellungen unserer Vorstellungen Sie möglicherweise anders oder gar nicht haben wollen. Ich kann nicht erkennen, dass das etwas mit Käuflichkeit zu tun hat, sondern es hat etwas damit zu tun, dass man, wenn man einen Kompromiss versucht, wechselseitig zuhören und möglicherweise auch Veränderungen in den bisherigen Dingen, die man vorgelegt hat, vornehmen muss. Und, da Sie den Rechnungshof auch heute angesprochen haben, will ich noch einmal sagen, ich habe am letzten Freitag sehr ausführlich mit den Vertretern des Rechnungshofes gesprochen und bin auf deren Kritikpunkte eingegangen. Stichwort Jährlichkeit. Ja, wir haben eine andere Position, als der Rechnungshof sie jedenfalls formuliert hat, als Kritik formuliert hat und mit der Bitte versehen hat, zu prüfen, ob wir bei dieser Auffassung bleiben, indem wir sagen, die Krise dauert länger als 2020. Der Rechnungshof hat auch den Tilgungszeitraum kritisiert. Auch das kann man kritisieren. Ich habe dargelegt, was es bedeutet, den jetzt von uns vorgesehenen Tilgungszeitraum und die damit einhergehenden jährlichen Einsparungen, die wir vornehmen müssen, hinzubekommen, und habe jedenfalls, glaube ich,
einigermaßen vermitteln können, dass das, was wir vorhaben, schon eine ziemlich ordentliche, anstrengende Kraftübung sein wird. Der Rechnungshof hat auch die Frage der Beteiligung des Parlaments angesprochen. Ja, das ist auch in Ordnung und seine Aufgabe. Und ich sage, wir wollen mit dem, was wir vorhaben, eine deutlich intensivere Beteiligung des Parlaments. Wie war es denn bis jetzt? Sie haben heute Morgen, Kollege Rock und Frau Kollegin Faeser, auf die Beschlüsse vom 24. März und die 2 Milliarden € verwiesen. Bis jetzt war es so, dass wir den Haushaltsausschuss alle 14 Tage informiert haben, aber die Entscheidungen auch über größere Positionen jeweils ohne ihre Beteiligung getroffen haben. Ich nenne einmal Beispiele, die Sie auch kennen, weil wir Sie dann auch darüber informiert haben, wie es vorgesehen und verabredet war. Wir geben um die 30 Millionen, Anfang 30 Millionen für die Kultur aus, ein Programm, von dem ich glaube, Sie in Teilen sagen, das ist klug, da sind sehr viele Einzelunternehmer, Künstler darunter, die Beschwerde geführt haben, dass sie bei den Hilfeprogrammen des Bundes nicht vorkommen. Da sind aber auch Institutionen von Volksfesten bis hin zu Festivals und anderem betroffen im positiven Sinne, weil wir gesagt haben, es darf doch nicht sein, dass in diesem Sommer ganz viel dessen, was kulturell in unserem Land passiert, verloren geht. Und einige andere Bereiche. Das habe ich aber nicht mit Ihnen, Frau Faeser, und nicht mit Ihnen, Herr Rock, sondern das habe ich mit der Wissenschafts- und Kulturministerin besprochen. Sehr intensiv, übrigens bis hin zur Beteiligung des Ministerpräsidenten und einiger Kolleginnen und Kollegen aus dem Kabinett. Jetzt würden wir das mit dem, was wir vorsehen, in der Beteiligung anders handhaben. Wir würden und werden, das ist unsere Vorstellung, den Haushaltsausschuss regelmäßig über all das informieren, was wir vorhaben, und dort um Zustimmung bitten. Und wir haben, ja, wir haben einen Betrag von 10 Millionen € ins Gesetz geschrieben, und ich kann Ihnen heute sagen, dass mein Vorschlag jedenfalls der sein wird, dass wir den Betrag deutlich reduzieren, weil ich jede Kritik ernst nehme und wir auch aus Kritik heraus Veränderungen vornehmen. Und wir haben die Vorstellung, damit es nicht ganz so intensiv mit der Reisetätigkeit des Vorsitzenden des Ausschusses Wolfgang Decker wird, wir haben mit ihm darüber gesprochen, letzte Woche schon, wir haben vor, Ihnen vorzuschlagen und ins Gesetz zu schreiben, dass wir das bei 1 Million € beginnen, damit eigentlich jeder Betrag durch den Haushaltsausschuss geht. Ich finde, das ist ein Entgegenkommen der Landesregierung bzw. der Regierungsfraktionen auf einen Vorwurf, den man machen kann. Ich habe den so nicht gesehen, aber wir wollen sehr deutlich sagen, dass wir reagieren. Und das Gleiche gilt dafür, dass wir gesagt haben, ja, es gab immer wieder den Vorwurf, ihr schafft euch hier ein riesengroßes Vermögen, mit dem ihr hantieren könnt. Und das mit der Kriegskasse, lieber Günther Rudolph, kann man wirklich weglassen, weil wir streiten politisch auch in den nächsten Jahren, aber Krieg führen tun wir nicht miteinander, ich jedenfalls nicht. Wenn Sie das anders sehen, ist das auch spannend zu hören, wie Sie das sehen. Aber, Kolleginnen und Kollegen, wir haben Ihnen auch schon vorgeschlagen, und das wollen wir jetzt auch mit einer Änderung in das Gesetz aufnehmen, dass wir die gegenseitige Deckungsfähigkeit, das heißt den möglichen Transfer von Summen von dem einen Punkt zum anderen Punkt, wie er im Gesetz formuliert ist, auf 10% beschränken. Also, wir hören zu, auch in Haushaltsausschusssitzungen, auch im Parlament und auch wenn der Rechnungshof was sagt. Aber eine Frage muss ich dann schon noch stellen, Frau Kollegin Faeser und auch Herr Kollege Rock. Sie sprechen trotzdem immer wieder von Schattenhaushalt, sagen aber in Ihrer im gleichen Auftritt hier im Hessischen Landtag, dass Sie ja bereit wären, über ein Sondervermögen zu reden mit Blick auf die Steuerausfälle, die wir haben. Darf ich einmal fragen, ist es dann auch ein Schattenhaushalt, oder ab welchem Betrag beginnt es denn bei Ihnen, nur weil Sie dabei sind oder nicht dabei sind, kein Schattenhaushalt zu werden? Das ist doch nicht konsistent in Ihrer Argumentation. Es ist doch das genaue Gegenteil. Sie konterkarieren sich selbst. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich habe gestern Abend schon darauf verwiesen, was machen denn eigentlich die anderen Länder, und habe Sie gestern Abend gebeten, ich war ja der letzte Redner, vielleicht heute mal etwas dazu zu sagen, weshalb Sie denn diesem Modell Sondervermögen in anderen Ländern oder auch im Bund zustimmen. Dazu habe ich heute die erneute Behauptung von Ihnen gehört, dass der Bund nur einen Nachtragshaushalt verabschiedet hat oder verabschieden will. Ich und wir Ihnen gestern Abend gesagt haben, dass dieser Nachtragshaushalt aus lauter Sondervermögen besteht, in großen bis zu zweistelligen Milliardenbeträgen, in Summe 218 Milliarden €. Herrn Kollegen
Rock habe ich gefragt, wie er es denn hält mit den Kollegen in Nordrhein-Westfalen, 25 Milliarden € Sondervermögen. Auch diese Frage ist heute nicht beantwortet worden. Deswegen wäre ich dankbar. Wir können das weiter streitig stellen und weiter über die Strukturen unserer Hilfsideen und Unterstützungsprogramme reden. Aber ich glaube, wir sollten wenigstens einmal eingestehen, dass es noch einmal für ein solches Sondervermögen, wie wir es vorhaben, sehr, sehr gute Argumente, auch mit Blick auf Verhaltensweisen anderer Parlamente gibt. Und Kolleginnen und Kollegen, eigentlich will ich heute über die Dinge reden, die wir machen wollen. Und jetzt will ich noch einmal sehr deutlich Folgendes sagen. Ich glaube, die Menschen in unserem Land beobachten diese Debatte, so wie wir sie zurzeit führen, eher mit einer gewissen Ernüchterung. Ich glaube, die Menschen haben ganz andere Sorgen als die, die wir hier diskutieren. Die haben schlichtweg die Sorge, wie komme ich über die nächsten 4 Wochen oder 3 Monate. Und dieser Eindruck verstärkt sich bei mir, Frau Schardt-Sauer, dieser Eindruck verstärkt sich bei mir dadurch, dass ich und wahrscheinlich viele hier im Hause jeden Tag Briefe und Mails und Anrufe bekomme von Menschen, die schlichtweg verzweifelt sind. Und wir wollen und wir werden, ja, weil wir noch nicht alles verabschiedet haben, Herr Bosin, wie Sie wissen, wir reden gerade über Gesetze, die es uns möglich machen, diese Fragen zu beantworten, wenn wir sie heute noch nicht beantworten können. Aber diesen Menschen möchte ich eine Antwort geben, und das wiederhole ich gerne. Eine Antwort geben, die für Sie auch eine Perspektive bedeutet und nicht nur eine Soforthilfe für die nächsten 3 Monate. Deswegen haben wir in diesem Gesetz eine Reihe von Punkten vorgetragen und vorgelegt. Ich nenne einmal den Hessenfonds, mit dem wir Unternehmen helfen wollen, vorübergehend helfen wollen, wenn sie in Not geraten sind und wenn ihre Situation so ist, dass sie entweder, wenn sie nicht mehr da wären, das Allgemeinwohl jedenfalls gefährden oder beeinträchtigen würden oder aber große Zahlen von Arbeitsplätzen infrage stehen. Ich glaube, dass Sie ja, wenn ich das richtig weiß, mit dem Hessenfonds sogar d'accord gehen. Aber den Hessenfonds werden wir ganz sicherlich nicht in den nächsten 6 Monaten in Vollendung haben und in voller Umsetzung haben. Dazu müssten wir erst einmal die Notifizierung in Brüssel hinbekommen. Das dauert, wie ich gerade letzte Woche auf der Finanzministerkonferenz gehört habe, sehr, sehr lange. Die Bayern beschweren sich dort. Die haben das schon vor Monaten vorgelegt. Also brauchen wir jetzt erst einmal eine Zeit, bis überhaupt die Notifizierung, also die Genehmigung da ist. Und dann fangen wir an, mit diesem Hessenfonds zu arbeiten. Und das wird deutlich über das Jahr 2020 definitiv hinausgehen. Und wie soll ich einen Hessenfonds mit 500 Millionen, Sie wollen das im Nachtrag rausschreiben, als deklaratorischen Titel in ein Gesetz reinschreiben, wenn ich weiß, ich habe vielleicht noch 2 Monate Zeit, um das überhaupt nur umzusetzen? Wie soll denn das gehen, Frau Kollegin Faeser? Ich will noch einmal, nein, es geht eben nicht mit einer Verpflichtungsermächtigung. Es geht nur, wenn Sie es auch finanzieren können. Das habe ich hier, glaube ich, jetzt 3-mal vorgetragen. Und das versuchen Sie jedes Mal zu ignorieren. Und es geht darum, dass wir einen Härtefall haben wollen. Wir wollen einen Härtefallfonds haben. Da schreiben wir 50 Millionen € in das Gesetz, weil wir helfen wollen dort, wo gar nichts mehr hilft. Aber es vertretbar ist, dass man den Unternehmen hilft, weil es Corona-bedingt in Schwierigkeiten geraten ist. Wir wollen Hessen Kapital 1 und 2 erhöhen. Das sind Beteiligungen an Start-ups, an jungen Unternehmen, die es gerade jetzt hin und wieder sehr getroffen hat. Wir wollen das Mikroliquiditätsprogramm Mikrokredite mit der WIBank erweitern, weil es ein Erfolgsprogramm ist und vielen Unternehmen massiv geholfen hat. Was kann man denn dagegen haben, dass man das macht und es auch länger anlegt als nur für die nächsten 3 Monate? Ja, und wir wollen, Herr Müller, den Krankenhäusern helfen. Wir wollen den Krankenhäusern helfen, übrigens eigentlich kommunale Aufgabe in der Regel, es sei denn, es sind private Träger. Aber auch die warten auf eine Antwort, weil viele Krankenhäuser, da gibt es Landräte, die mir freundliche Briefe schreiben, auch mit ihrem Parteibuch, und mir sagen, ja, wir reden über Investitionen. Wir reden über Investitionen, das ist Landesaufgabe. Aber wir reden auch, wir haben schon über Betriebskosten geredet und den Kommunen dabei geholfen, die schwierigste Anfangsphase zu überstehen. Und das füttern wir jetzt wieder auf mit 160 Millionen €. Auch das ist ein Zeichen in Richtung der kommunalen Ebene, aber auch in Richtung der wichtigen Frage der Gesundheitsvorsorge. Ja, und wir wollen, Kolleginnen und Kollegen,
Ja, wir wollen, Kolleginnen und Kollegen, und mein Vorvorgänger Karl-Heinz Weimar hätte es formuliert, lest ihr K-Zeitung. So habe ich den Satz einmal von ihm gehört. Lesen Sie nicht in den Zeitungen Karstadt, Kaufhof, was da gerade los ist. Und lesen Sie nicht in den Zeitungen, dass Einzelhändler kurz an vielen Stellen kurz davor sind, ihren Laden zu schließen. Wir wollen etwas für die Innenstädte tun mit einem Programm, ich glaube 46 Millionen, die wir vorgesehen haben, um die Attraktivität der Innenstädte mitzugestalten. Das schafft man mit 46 Millionen nicht flächendeckend, das weiß ich auch. Aber dazu gibt es ja dann vielleicht auch noch kommunale und private Initiativen. Das kann man doch nicht ernsthaft kritisieren. Und das kann man auch nicht alles in den nächsten 4, 5, 6 Monaten erledigen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen von SPD und FDP, beginnen Sie doch einmal, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen, dass das Datum 31.12. haushaltsrelevant ist, ja, aber doch nicht problemrelevant ist, wenn es um diese Krise geht, über die wir heute hier reden. Und weil Sie dazwischengerufen haben, Frau Kollegin Faeser, als das Thema der Kommunen angesprochen worden ist und das Schreiben des Landrates Kuba. Ja, Sie haben recht, er hat auch auf den KFA angespielt. Und dann lesen Sie doch mal bitte in dem 6-seitigen Papier, das wir Ihnen vorgelegt haben, übrigens sehr früh zu Beginn unserer Beratungen vorgelegt haben, Ihre konkreten schriftlichen Vorschläge haben wir am Montagabend bekommen. Dann lesen Sie doch einmal, was da steht. Da steht doch, dass wir in Summe 2,5 Milliarden € für die Kommunen ausgeben wollen. Übrigens, da kommen auch noch ein paar Beträge dazu. Und da steht auch, dass wir damit die Ausfälle Da steht auch, dass wir damit die zu erwartenden Ausfälle des KFA in den Blick nehmen. Da steht, dass wir die Kinderbetreuung in den Blick nehmen. Da steht, Herr Warnke, weil Sie immer zwischenrufen, auch die starke Heimat, die wir natürlich stabilisieren und die übrigens auch dieses Jahr, wie Sie wissen, gewährleistet ist. Da steht ein kommunales Investitionsprogramm, mit dem wir glauben, dass man in Schulen im Bereich der Hygiene eine ganze Menge machen kann, Stichwort Sanitärräume. Da stehen Gesundheitsämter und die neuen Aufgaben, da stehen Minus bei den Einnahmen. All das ist ein kommunales Paket, meine Damen und Herren. Und das Problem, das die Kommunen haben, ist auch nicht am 31.12. zu Ende. Das dauert sehr viel länger, wie Sie wissen. Herr Minister, ich weise Sie darauf hin, dass die zwischen den Fraktionen vereinbarte Redezeit abgelaufen ist. Ich habe heute wieder gehört, ich habe heute wieder mehrfach von Oppositionsfraktionen gehört, ihr habt ja nur eine Stimme Mehrheit. Und ich habe Ihnen gestern schon gesagt, ja, wir haben eine Stimme Mehrheit, weil der Wähler das so entschieden hat. Wir akzeptieren dieses Wählervotum vom 28. Oktober 2018. Und in der Verfassung, in der hessischen Verfassung wie in der Bundesverfassung stehen drei Dinge, Frau Kollegin Faeser und Herr Kollege Rock. Da steht drin, dass wir gemeinsam mit Mehrheit feststellen müssen, dass es einen Notstand gibt. Da steht drin, dass es mit der Verbindung dieses Notstandes Kreditermächtigungen geben kann, um diesen Notstand und die Folgen des Notstandes zu beseitigen. Und da steht drin, dass man einen Tilgungsplan vorlegen muss. All das machen wir, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Aber da steht nicht drin in der hessischen Verfassung, dass in einer Krise es so angelegt ist, dass wir eine Allparteienregierung haben müssen auf Dauer. Das ist das, was Ihr Vorschlag schlichtweg bedeutet für die nächsten 3 Jahre. Das kann niemand ernsthaft wollen. Das kann auch nicht mal eine Opposition wollen. Denn wir wollen doch wieder streiten über die Frage, wer hat die besseren Ideen für unser Land. Sie versuchen, ein Bild zu stellen, was falsch ist. Wir umgehen den Haushalt nicht. Wir schaffen Transparenz im Haushalt. Ich habe das eben beschrieben. Aber was Sie versuchen, ist, Sie versuchen, die Mehrheitsverhältnisse, die der hessische Wähler entschieden hat, in diesem Hause, in diesem Landtag, in diesem Parlament zu umgehen. Das ist, glaube ich, der sehr viel weiterreichende Vorwurf, den Sie sich gefallen lassen müssen. Und das will ich heute noch einmal in aller Deutlichkeit sagen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Meine Damen und Herren, für die SPD-Fraktion hat sich der Abgeordnete Weiß zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Staatsminister Boddenberg, so gern ich mit Ihnen diskutiere, ich hätte mir eigentlich erwartet, dass zu diesem Tagesordnungspunkt der Ministerpräsident, wenn er schon hier ist, dann auch einmal das Wort ergreift. Ich finde, das wäre der Bedeutung dessen, worüber wir hier reden, angemessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das wäre in der Tat angemessen. Wir reden über 12 Milliarden €. Wir reden darüber, dass wir hier die Mehrheiten im Parlament verhindern wollen und verändern wollen. Und ich finde, es wäre angemessen gewesen, dass der Ministerpräsident dazu hier das Wort ergreift. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht fange ich mit dem Herrn Kaufmann an. Der hat ja auch angefangen, hier zu reden. An einer Stelle muss ich Ihnen vehement widersprechen, Herr Kaufmann, weil mich das ganz besonders geärgert hat. Wenn Sie hier auf die globale Minderausgabe von 900 Millionen € rekurrieren, also 700 mehr, als Sie selber wollen. Und das damit in Verbindung zu bringen, wir würden irgendwelche Stellen streichen wollen, wir würden damit verhindern, dass irgendwie Polizisten eingestellt werden können oder sonst irgendwas, das ist schlicht dummes Zeug, Herr Kaufmann. Und das weise ich hier ganz entschieden zurück. Sie können selbstverständlich auch eine globale Minderausgabe jetzt von 900 Millionen €, hindert Sie nicht daran, jede Stelle in dem Stellenplan des Haushalts 2020 zu besetzen. Hindert Sie nicht, wenn Sie es können. Das ist der Unterschied. Wir glauben, dass Sie es nicht können, weil wir die Erfahrung in den letzten Jahren gemacht haben. Jahresabschluss 2018, 1 Milliarde € Überschuss. 2019, letztes Jahr, 1,5 Milliarden € Überschuss, alleine 241 Millionen € an nicht verausgabten Personalausgaben. Und das ist etwas, was uns darauf bringt, dass die Erhöhung um 700 Millionen € bei der globalen Minderausgabe, das ist nicht irgendwie Voodoo oder sonst was, das ist ein Beitrag zur Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt noch Kollege Reul, weil Sie haben sich ja hier so echauffiert über die Bezeichnung von wegen Charakter, dass wir über Charakterfragen gestellt haben, haben hier Zitate in den Raum gestellt. Nenne ich Ihnen mal ein anderes Zitat von Ihrem Kollegen Bamberger. Gestern auf Instagram hat er auf seiner Seite gepostet, die Opposition, die SPD, lässt unser Land in seiner schwersten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg im Stich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, geht's noch? Geht's noch? Das ist nur noch so ein, wer so formuliert, das ist nur noch so ein kleines Stück bis hin zum Landesverrat, sage ich Ihnen. Nichts anderes ist das. Ich finde das unmöglich. Charakter zeigt sich in der Krise, hat Frau Faeser hier eben gesagt. Und zumindest für den Kollegen Bamberger trifft das auf jeden Fall zu, wenn er sich hier so äußert. Und wenn man uns andere Zitate vorhält, dann muss man sich mal überlegen, was man selber für Äußerungen von sich gibt. Und Herr Kollege, ja, genau. Und Herr Kollege Reul, Sie haben hier über haben ja gesprochen von längerem Planungshorizont. Das finde ich interessant, dass gerade Sie das sagen, weil gerade Sie ja in Main-Kinzig-Kreis einen Doppelhaushalt abgelehnt haben mit der Begründung, das ist ein Verstoß gegen das Jährlichkeitsprinzip. Also, hat mich ein bisschen gewundert. Ich will nur noch einmal sagen, was bei uns im Änderungsantrag drin steht, für was wir Geld ausgeben wollen in diesem Jahr. Wir wollen ausgeben für Gesundheit. Herr Weiß, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein? Für Rechtsansprüche, für Sicherheit, für Soziales, für Wirtschaftsförderung, alles, was notwendig ist, um diese Krise in diesem Jahr zu bewältigen, das wollen wir zur Verfügung stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da kann sich das Land darauf verlassen. Es geht um Unterstützung für Azubis, Digitalisierung, Energie. Wir haben sogar Punkte drin, die Sie überhaupt nicht drin haben. Unterstützung für Uniklinika beispielsweise oder Schwangeren-Konfliktberatung haben Sie schlicht vergessen. Auch das haben Sie bei uns dementsprechend mit drin. Und, ich will zuletzt einen Punkt noch bringen und ein Argument noch,
ein Argument noch in den Raum werfen, weil Sie immer gesagt haben, wir brauchen das Sondervermögen, weil wir ja sonst ständig miteinander zusammensitzen müssen, sollen wir alle Vierteljahr die Opposition fragen und so weiter und so fort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frage ist, was denn mit dem Sondervermögen ist, wenn wir die Zweidrittelmehrheit abschaffen, ob Sie das Sondervermögen dann überhaupt noch brauchen. Wir schaffen zuerst die Zweidrittelmehrheit ab, und wenn wir dann noch ein Sondervermögen brauchen, dann brauchen Sie uns ja gar nicht mehr. Sie können doch mit Ihrer eigenen Mehrheit jeden Nachtrag machen, in diesem Jahr, im nächsten Jahr. Wenn Sie trotz Abschaffung der Zweidrittelmehrheit ein Sondervermögen machen, dann ist das ein Misstrauen der Landesregierung gegen die Abgeordneten von CDU und GRÜNEN. Nichts anderes ist das, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als Nächster, es steht schon am Rednerpult, hat sich der Abgeordnete Roll von der CDU zu Wort gemeldet. Lieber der eine spricht vom Verfassungsbruch, der andere spricht vom Landesverrat. Sie müssen mal aufpassen, ob Sie sich überhaupt in Ihren Redebeiträgen noch steigern können. Und ich will mal mit einem Märchen aufhören. Wenn Sie sich über den Main-Kinzig-Kreis informieren, informieren Sie sich vielleicht bei Ihrem Generalsekretär, der kann Ihnen dann die richtigen Informationen auch geben. Das ist richtig, dass wir im Main-Kinzig-Kreis erklärt haben, in normalen Zeiten einjährige Haushaltsführung. Aber wenn Sie jetzt sich informieren, wir haben zurzeit den Beschluss und in Kraft einen Doppelhaushalt im Main-Kinzig-Kreis. Vielleicht hilft es ganz einfach mal vorher, sich zu informieren, bevor man Behauptungen aufstellt. Also Main-Kinzig-Kreis gibt es einen Doppelhaushalt, keinen einjährigen Haushalt. Vielleicht diesmal nur zur Klarstellung. Und ich konnte jetzt eigentlich nicht hören, dass Ihre Argumente irgendwo besser geworden sind, die Sie jetzt hier vorgetragen haben. Sie waren vielleicht in Lautstärke etwas lauter, aber ich kann nur noch einmal an dieser Stelle appellieren, dass wir uns vielleicht sachlich miteinander austauschen. Das hilft uns allen sehr ungemein, wenn wir bei dem Thema bleiben. Und der Minister hat ja dankenswerterweise vorgetragen, um welche entscheidenden Punkte es hier geht für die Menschen in Hessen, welche Punkte im Sondervermögen vorgesehen sind, was wir gemeinsam machen wollen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind doch die entscheidenden Punkte. Lassen Sie uns doch nicht darüber streiten, ob jetzt der eine mit dem Nachtragshaushalt oder dem Sondervermögen recht hat. Lassen Sie uns doch gemeinsam den Weg gehen, den Menschen zu helfen in der größten Not nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn wir gemeinsam diesen Weg gehen, den wir vor 3 Monaten begonnen haben, dann gehört es auch dazu, dass wir an dieser Stelle anerkennen, dass wir in der Krise sind. Das heißt, dass wir diesen Beschluss fassen, dass wir in der Krise sind. Und dann gibt es einen Vorschlag der Regierung. Und darüber lassen Sie uns doch bitte gemeinsam diskutieren. Wir können dann darüber streiten und mit Mehrheit entscheiden, was wir in Gang setzen. Und da können Sie alle Ihre Ideen mit einbringen. Aber verweigern Sie doch nicht die Zustimmung und die Erklärung zur Krise, weil das ist doch Realitätsverweigerung. Das möchte ich Ihnen nicht unterstellen, sondern machen Sie mit, helfen Sie den Menschen, kommen wieder Sie zurück aus der Ecke, in der Sie im Moment stehen. Das kann ich verstehen, dass das sehr unangenehm ist. Aber kommen Sie wieder zurück, wir reichen Ihnen die Hand, stimmen Sie uns zu und machen Sie mit, den Menschen in Hessen zu helfen. Ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache und kommen nun zu den Abstimmungen. Da Top 13, 14 und 15 in den Ausschuss zur Vorbereitung der dritten Lesung zurücküberwiesen werden, schlage ich Ihnen vor, dass wir zunächst zur Abstimmung der stehenden Einzelpläne des zweiten Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020, Drucksache 20-3017 zu Drucksache 20-2950 aufrufen. Ich habe das Abstimmungssignal, den Gong, jetzt betätigt, damit vielleicht auch nicht hier im Plenarsaal befindliche Personen noch hinzukommen können und es gehört haben. Ich frage die parlamentarischen Geschäftsführer, ob wir mit den Abstimmungen nun beginnen können.
Dann ist das so der Fall. Dann rufe ich zunächst den Einzelplan 09 des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz auf. Wer ist für die Annahme des Einzelplans? Den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen aus CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? AfD, FDP und SPD und Linke. Damit ist der Einzelplan 09 mit den Stimmen von CDU und Bündnis 90 die Grünen gegen die Stimmen von AfD, der SPD, den Linken und der FDP angenommen. Ich rufe nun den Einzelplan 17, die allgemeine Finanzverwaltung, auf. Wer ist für die Annahme des Einzelplans? Den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das ist auch CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? AfD, FDP, SPD und Linke. Damit ist der Einzelplan 17 mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90 die Grünen gegen die Stimmen von AfD, FDP, SPD und Linken angenommen. Ich rufe auf den Einzelplan 18, die staatlichen Hochbaumaßnahmen. Wer ist für die Annahme des Einzelplans? Das ist auch CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? AfD, FDP, SPD und Linke. Damit ist der Einzelplan 18 mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90 die Grünen gegen die Stimmen von AfD, FDP, SPD und Linken angenommen. Nachdem nun die Einzelpläne abgestimmt sind, kommen wir zu den Gesetzentwürfen der Tagesordnungspunkte 13, 14 und 15, meine Damen und Herren. Es ist vorgesehen, dass diese Gesetzentwürfe der Landesregierung in der vom Haushaltsausschuss empfohlenen Fassung zur Vorbereitung der dritten Lesung dem Haushaltsausschuss zurücküberwiesen werden. Ebenfalls in den Haushaltsausschuss überweisen wir den Änderungsantrag der Fraktion der Linken zu dem Tagesordnungspunkt 13, Drucksache 20-3061. Der dringliche Antrag der Fraktion der AfD soll entgegen der vorherigen Verabredung nun abgestimmt werden. Darum wurde ich eben gerade gebeten. Das ist die Drucksache 20-3051, Tagesordnungspunkt 102. Wer für diesen dringlichen Antrag der Fraktion der AfD ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das ist die AfD selbst. Wer ist dagegen? Das ist das rechtliche Haus mit den Stimmen von FDP, CDU, Bündnis 90 die Grünen, die SPD und die Linken. Und damit ist dieser Antrag abgelehnt. Den Antrag der Fraktion der Linken und den Antrag der SPD, Drucksache 20-3079 zu Top 109 Jugendherbergen in der Corona-Krise. Diese überweisen wir auch an den Haushaltsausschuss. 103 und 109, das sind die Tagesordnungspunkte. Ich weise Sie nochmals darauf hin, dass der Haushaltsausschuss dann heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung im Raum 501a tagt. Und ich habe noch einen wichtigen Hinweis an Sie, den ich noch einmal aussprechen will, damit es nicht in Vergessenheit geht. In der Mittagspause kommt der Wahlausschuss zur Wahl der richterlichen Mitglieder des Staatsgerichtshofs und der Landesanwaltschaft in den Raum 301p zusammen. Meine Damen und Herren, bitte seien Sie noch einen Moment aufmerksam, damit Sie wissen, wie lang unsere Mittagspause ist und wann wir wieder zusammenkommen. Wir haben eine anderthalbstündige Mittagspause verabredet. Das heißt, wir treffen uns hier wieder um 15:30 Uhr. Dann Ihnen einen guten Appetit und gute Beratungen.